Willkommen in der Abendrunde Gamer-Freunde und Ladies mit mir, eurem Gastgeber Twitcher, live aus der Gaming Lounge. Und wir beginnen heute ein neues Projekt, Vollversion. Ich freue mich sehr drauf. Wir spielen heute mit der ersten Runde Scars Above. Mal sehen, wie es ist. Endlich zurück im All. Viel Spaß! Und los geht's. Persönliches Logbuch, Missionsspezialistin Kate Ward, Sentient Contact Assessment and Response Team. Wir haben uns immer gefragt, ob wir allein im Universum sind. Wir haben beobachtet und erkundet, aber nichts gefunden. Bis jetzt. Scar-Einsatzleitung an Hermes. Status. Alle Systeme laufen. Das Energieproblem des Scanners wird bearbeitet. Ich melde mich. Verstanden, Hermes. Haltet Kontakt. Kate, wir haben ein Problem. Mit dem Scanner? Wir haben den benötigten Strombedarf unterschätzt, um die Hülle des Metaeders zu durchdringen. Mike hat eine Idee, aber er schafft es nicht allein. Er ist im Labor und wird dich einweisen. Ich komme. Okay, hier sind wir. Schauen wir mal, wie das mit den aktuellen Einstellungen läuft. Alles soweit auf Deutsch vermerkt. Und ja, haben sie über die Zeit viel optimiert. Okay. Gut. Ich wollte nämlich gerade sagen Kate Walker, aber das war ein anderes Spiel. So, was haben wir denn hier? Der Scan, sprich mit Mike im Labor. Okay, mit Kamera. Mike's Comic. Mike's antiker Sci-Fi-Comiker sagt, dass er diese alten Sci-Fi-Geschichten schon seit seiner Kindheit liebt und stolz auf seine große Sammlung seltener Ausgaben ist. Wenn er mich fragt, wären ihn definitiv ein paar Rollenvorbilder für kleine Mädchen, die Astronautin werden wollen. Commander Walter, Deep Space Rescue. Okay. Der Tag, an dem Tem und ich unseren Abschluss gemacht und uns für das Weltraumprogramm gemeldet haben. Wer hätte gedacht, dass wir mal außerirdische Objekte sehen? Ja, ja. Studentin Kate Ward und Tamara Coleman an der Yale University. Tem hatte Glück, dass Robinson uns unterbrochen hat. Ich war kurz davor zu gewinnen. Brettspielen. Jarmo, ein abstraktes strategisches Brettspiel aus der Eurasischen Steppe. Der Legende nach hat einer der Enkel von Genghis Khan vor jeder Schlacht eine Partie Jarmo gespielt, um sich vorzubereiten. Dieses Set war ein Geschenk von Tams Großmutter. Ist es magnetisch? Haben wir hier so Tolles? Die Party nach dem Überlebenstraining. Wir mussten echt mal abschalten. Hm.
SCAR Team Sentient Contact Assessment and Response. Und dann Richard Robinson, Missionsspezialistin Tamara Coleman, Missionsastrophysiker Mike Yoshida, Missionsspezialistin Kate Ward. Okay. Das ist also das Objekt, was plötzlich aufgetaucht ist. Okay. Und schön aufgegessen. Es ist jetzt 6 Monate her, seitdem das außerirdische Objekt der Meta-EDA plötzlich über der Erdatmosphäre aufgetaucht ist. Die Hermes-Mission bereitet sich in diesem Moment auf eine Kontaktaufnahme vor. Heute Morgen hatten wir die Gelegenheit, ein Exklusivinterview mit Richard Robinson zu führen, dem Kommandanten des neu gegründeten SCAR-Teams. Sie sehen es heute Abend um 7 auf Newsline. Newsline. Schaltet ein. Okay. Hat auf jeden Fall ein bisschen Style von Alien Isolation. Da unten krabbelt das Alien lang. So, was haben wir hier? Raumanzüge. Hallo Eckles, grüß dich, komm rein, mach's bequem. Willkommen zu Scars Above. Was haben wir hier? Ja. Ja, scheinbar ohne Robo heute. Der muss ich erst an das neue Spiel anpassen, wahrscheinlich. Okay. Was ist das hier? Das Biobed. Fortgeschrittene Nanopunkt-Spektroskopiekammer. Kann organische Materie auf Zellebene scannen und analysieren. Wir nennen es das Biobed. Okay, sehr cool. Ah, hier ist er. Hey Kate, ich glaube, ich weiß jetzt, wie wir genug Energie für den Scan bekommen können. Ich habe den Scanner direkt an die Triebwerke angeschlossen. Wow, direkt? Mutig. Ich glaube, das funktioniert, aber wir müssen den Prozess in Gang setzen. Dafür brauchen wir etwa 500.000 Volt. Haben wir noch diese SLD-26 Schweißgeräte im Ausrüstungsraum? Ja, ich glaube, wir haben noch ein oder zwei. Warum... Oh, du willst sie so umrüsten, dass sie Starkstrom abgeben. Und du nennst mich mutig. Oh je. Hey, darf ich dich was fragen? Macht sich deine Familie Sorgen, weil du auf dieser Mission bist? Also mein Dad ist total stolz. Und Mom? Du kennst ja Mütter. Ja. Ja. Der Scan baut das Hochspannungsgerät im Labor zusammen. Ah, okay. Was ist das hier? Super Dusche. Meine Lieblingstasse. Diese Tasse habe ich von Tam. Sie leiht sie sich immer aus, deshalb sehe ich sie fast nur an ihrem Arbeitsplatz. Ja. Oh, ein Spiel, in dem Deutsch gesprochen wird, das hatten wir schon lange nicht mehr. Nee, das stimmt. Und ich bin froh, dass ich es einstellen konnte. Das ist was Feines. Ja. Hier war, glaube ich, noch was, oder? Nee. Ah,
Aha. Okay. Was haben wir hier? Wälder. SLD-26 Schweißgerät. Standardausstattung einer Weltraummission. Diese Schweißgeräte wurden speziell für Reparaturen an der Außenhülle einer modularen Weltraumstation hergestellt. Die Schweißgeräte verwenden die neueste Lasertechnologie, das heißt, sie nutzen einen hochenergetischen Strahl, um Material miteinander zu verschweißen. Sie sind effizient und einfach zu benutzen. Okay, sieht gut aus. Konnte ich das jetzt nicht nehmen? Nein? Okay. Doch, ich muss das da mitnehmen können, oder? Aber hier sieht aus, als würde hier eigentlich was anderes drin liegen. Ne, ich kann es aber nicht. Ich kann es nur drehen und zurück. Nanu? Wieso kann ich das jetzt nicht mitnehmen? Aus. Hier kann ich nicht rein. Geht's denn hier hin? Ich muss zuerst den Stromverstärker herstellen. Ja. Nanu? Das hier ist mein Bett. Oh, das ist wohl auf der Erde. Wieso kann ich das jetzt nicht nehmen? Ich kann mich hier nur in dem Bereich irgendwie bewegen. Ach, ich muss nochmal drücken. Ah, Gott, okay. Am mobilen Druckgerät herstellen. Stell das Rail-Modul am mobilen Druckgerät her. Alles klar, gut. Super. Moment, das ist gleich hier. Ah, achso, ja. Rail-Modul. Modifiziertes elektrisches Bauelement. Herstellung halte A zum Herstellen. Ah, okay, cool. Herstellung abgeschlossen. Neue Waffe freigeschaltet. Rail-Modul. Modifiziertes elektrisches Bauelement. Drücke A zum Fortsetzen. So, das sollte stark genug sein, um den elektrischen Strom zu lenken und zu konzentrieren. Aber die Stimme ist schon so ähnlich wie die von Kate Walker. Bett, da muss ich an den heutigen Horrortag denken. Oh, was? Echt? Okay. Gut, da haben wir das verbunden, da können wir jetzt hierher gehen. Oh, was haben wir denn hier? Okay. Wähle den Gegenstand, den du benutzen möchtest. Schweißgerät. Lass mir das und dann das. Jetzt noch alles zusammensetzen. Ja, dann. Teile fehlen zum Zusammenbau 1 von 3. Fehlt nur noch eine Energiequelle. Zuerst muss ich die Frequenz der Tesla-Spule anpassen. Okay, das sieht schon jetzt echt mehr aus wie eine Waffe. Okay. Teile. Die Figur, cool. Okay. Ah, hier ist das andere Teil. Ach, das stellen wir jetzt auch her, oder? Bau das also im Labor zusammen. Nein, nur.
kann jetzt hier. Ah! Oh Gott, ja. Aha. Wie ich sehe, ist Mr. Jefferson heute im Labor. Mr. Jefferson. Heimatplaneten nie ohne ihn. Ah, okay. Erst sah ich auf Arbeit was krabbeln und dann wahrscheinlich gewisse kleine Krabbeltierchen mit Bezug auf Bett hier zu Hause. Was? Oh! Die müssen verschwinden. So, okay. Frequenz angepasst. Gut. So, jetzt muss ich die Ausgangsspannung kalibrieren. Teile fehlen zum Zusammenbau 3 von 3. Das wird wohl hier sein, nicht wahr? Oh, Mist. Okay. Ja, nochmal. Das war perfekt. Das sieht aus wie ein Space Blaster. Nur ein Werkzeug, mehr nicht. Es ist ein vektorisierter Energie-Rail-Akzelerator, der elektrische... Vera! Nennen wir das Ding doch Vera. Du gibst Dingen echt gern Namen. Vera, na gut. Na dann. Vera kalibriert. Baubeiden, du hast Vera zusammengebaut. Okay. Der Scan. Geh zum Maschinenraum und erhöhe die Energie des Reaktors. Okay. Sieht aus wie eine Pulse Rifle. Oder ein Ionengeschossgewehr. Na denn? Ne, hier nicht. Wo sind? Hä? Stand da gerade 21 Meter hier drüben. Ah, okay, okay. Schon eine coole Station hier. Ich bin jetzt vor dem Reaktor. Wie kann ich ihn am besten mit zusätzlichem Strom versorgen? Siehst du die drei Positronik-Knoten um den Kern herum? Ein Stromstoß für jeden sollte genügen. Ja, weiter so! Also zwei können wir machen und dann nachladen. Okay. Fast geschafft. Wir brauchen noch etwas mehr Energie für die Reaktion. Noch mehr. Probieren wir einen Schuss direkt auf den Kern. Mitten ins Herz. Das klingt überhaupt nicht gefährlich. Überhaupt nicht. Es klappt. Ich leite den überschüssigen Strom direkt an den Scanner weiter. Ich habe dich seit den College-Meisterschaften nicht mehr so schießen sehen. Ja, und da hast du mir den ersten Platz weggeschnappt. Vergiss das bloß nicht. Ja. Gut gemacht. Dr. Ward, Dr. Yoshida, kommen Sie bitte zur Brücke. Sehen wir mal nach, was sich in unserem außerirdischen Gast befindet. Außerirdischer Gast? Also ist es dann ein Raumschiff oder wie? Wenn es wirklich welche sein sollten, muss sehr wahrscheinlich der Kammerjäger ran. Oh ja. Wenn dir eigentlich Fallen nichts taugen. Ich habe meine eigene Art von Falle an einigen Stellen angebracht. Doppelseitiges Klebeband. Oh ja, okay. Ja, besser nochmal prüfen, nicht wahr? Weil das wäre schon besser, nicht wahr? Okay, jetzt gehen wir zum Ausrüstungsraum. Aha. Ich sollte Vera zurück in den Ausrüstungsraum bringen. Sie hat ihren Zweck erfüllt. Na, die werden wir doch bestimmt später nochmal brauchen, oder? Gute Vera. Vektorisierte Energie Rail Accelerator. Okay, das macht natürlich hier mehr Sinn. Geh zur Brücke, okay. Gehen wir mal zur Brücke. Nice. Oh. Telemetrie-Check. Wow, das ist das Ding. Wie sieht es mit dem Sensor-Array aus, Mike? Wir sind soweit, Kommandant. Sie haben die Ehre, Dr. Ward. Nehmen Sie Platz, wenn Sie bereit sind. Und starten Sie den Scan. Optional, ich spreche mit den SCAR-Mitgliedern, okay?
Setz dich auf deinen Platz und starte den Scan. Okay, das ist mein Platz, dann reden wir erstmal mit denen. Kommandant. Doktor. Gutes Gespräch. Das sind die besten Gespräche. Kannst du mir die Geschichte nochmal erzählen? Die mit der Astronautin und der Schachtel? Oh, na klar. Die Astronautin hat Geburtstag und ihre Kollegen stellen ihr ein Geschenk hin. Es ist in der schönsten Schachtel verpackt, die sie je gesehen hat. Sie nimmt die Schachtel, aber irgendwas stimmt nicht. Sie öffnet sie und sie ist leer. Es ist nur ein Zettel drin, auf dem steht, sie wirkt leer, aber sie ist voller Sterne. Dann hoffen wir mal, dass der Metaeder auf den Scans nicht leer ist. Oder voller Sterne. Ja, wenn es bei uns mal soweit ist, ne, dann wissen wir. Können wir die Schachtel zumachen. Okay, wen haben wir hier noch? Du dachtest, ich verfehle das oszillierende Ziel, nicht wahr? Nein, du triffst immer ins Schwarze, wenn es drauf ankommt. Ah ja, Tamara. Okay. Da ist ja die Erde. Ja, schön. Die zusätzliche Energie scheint ihren Zweck zu erfüllen. Die Sensoren haben den Metaeder erfasst und arbeiten bei fast 200% ihrer Kapazität. Geben Sie das Zeichen. Einen Moment, Dr. Ward. Team, Ihre Aufmerksamkeit bitte. Seit Anbeginn der Menschheit hat unsere Spezies in den Himmel geschaut und sich gefragt, ob wir tatsächlich allein sind. Nun, vor 6 Monaten bekamen wir die Antwort. Und mit ihr viele neue Fragen. Was ist dieses Objekt da vor uns? Woher ist es gekommen? Wer schickt es? Und wieso? Während Regierungen, Anführer, kluge Köpfe und einfache Leute dieses Ereignis diskutierten, haben wir trainiert, uns vorbereitet. Das Scar-Team. Und die ganze Welt verlässt sich auf uns. Wir sind Träumer und Skeptiker. Wir sind Entdecker und Pioniere. Mit Herz und Verstand, mit Mut und Entschlossenheit, Vertrauen und Teamgeist, mit der Wissenschaft, werden wir der Welt Antworten liefern. In diesem geschichtsträchtigen Moment, in dem Hoffnung auf Angst trifft, bin ich froh, dem Unbekannten an ihrer Seite entgegenzutreten. Dr. Ward, Sie haben die Ehre. Legen wir los. Ja, Kommandant. Ach, haben Sie Angst? Natürlich. Ich dachte, Militärpiloten lernen keine zu haben. Wir lernen sie zu kontrollieren. Die Angst hält uns wach. Wie kommen Sie zurecht, Doktor? Oh, ich bin zu 100% wach, also... Gute Ansprache, Robinson. Glauben Sie, es ist eine Waffe? Naja, Waffen sind ein sehr menschliches Konzept. Vielleicht ist das, was wir als Waffe wahrnehmen, nur ein Werkzeug. Moment, der Scan. Das Energieniveau des Metaeders steigt rapide. Okay, was war das? Energieversorgung versagt. Sensoren offline. Schalte auf Nullstromgeneratoren. Leite Strom um. Da. Der Metaeder, er erzeugt eine Art Gravitationsquelle. Die Hermes wird hineingezogen. Na gut, festhalten. Dr. Moore! Wow, was war das? Scars above. Aha. Jetzt geht's erst los. Scanne Gegner und Pflanzen und... um Süßigkeiten zu erhalten. Wir waren noch verdammt jung. Ein ausgewachsenes Weibchen kann die Größe eines Kopfes eines Streichholzes erreichen. Ich habe extra nach heute Vormittag gesucht.
nach heute Vormittag gesucht, ob es da Hinweise gibt. Und tatsächlich ein sehr ausführliches über die Größen der Entwicklungssteine gefunden. Oh, okay. Ja, beobachtet dann nochmal. Sind wir da jetzt reingezogen worden? Ist das nur wie eine Art Portal? Kommandant Robinson? Pam? Mike? Irgendwer? Wo seid ihr? Wo bin ich? Oh, da hinten ist das Ding. Aha, guck mal an. Da ist so ein Strahl nach unten. Da wurden wahrscheinlich runtergeschossen. Und dann sind wir hier, okay. Kannst ja froh sein, dass du hier Luft hast. Normalerweise wärst du jetzt irgendwie tot. Ja. Okay, was ist das hier? Glaube ich keine Säure? Nein. Da hat es uns doch gleich mal die Jacke weggeschossen. Was ist los? Wow. Dana. Wer war das? Wo bin ich? Okay, rennen. Alles klar. Das sah nicht menschlich aus. Körperliche Anstrengung. Brauchen deine Ausdauer. Hm. Okay. Oder hinten schwebende Dinge. Oh, sieht schon cool aus. Okay. Ja, es geht nur hier lang. Alles klar. Wir haben auch keine Waffe und gar nichts. Nichts zu trinken, kein Energieriegel. Nein. Wir joggen hier durch. Warte! Tagebuch. Neuer Eintrag, okay. Unwegsames Gelände überqueren und klettern, während du dich von. Okay. Oh, was haben wir hier alles? Logbuch. Okay, nachladen. Schießen. Ah, okay. Kann ich hier. Achso, das geht nur dann. Seltsamer Planet. Mhm. Meine letzte Erinnerung an Bote Hermes ist der Moment, als wir den Scan des Metaeders gestartet haben. Es gab eine Explosion und als nächstes bin ich dann auf diesem fremden Planeten aufgewacht. Ich habe eine seltsame Erscheinung getroffen. Sie scheint mir den Weg zu weisen. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich soll ihr folgen und herausfinden, was sie mir zeigen will. Das ist natürlich auch immer interessant, wenn solche Scans, also solche Hologramme so weit gehen können. Irgendwo muss er dann die Quelle sein. Kate, Samuel Robinson, Mike, Tamara und wir alle zusammen. Kate, ich bin Dr. Kate Ward. Ich habe es immer geliebt, alle lebenden Organismen zu studieren, in Kombination mit meinem Talent dafür, auch mechanischen Objekten Leben einzuhauchen, war ich die perfekte Ergänzung für das SCAR-Team. SCAR, ist das nicht eigentlich eine Waffe gewesen? War das nicht ein Scharfschützengewehr? Okay. Zwei Abschlüsse in so gegensätzlichen Feldern wie Biologie und Ingenieurswesen zu haben, ist so ungewöhnlich, dass es mich für sie interessant gemacht hat, nehme ich an. Ja, Biologie auf jeden Fall. Morgen? Morgen wird erstmal weiter gesehen und ich habe meine Taschen dabei Klamotten bei 60 Grad gewaschen. Und das liebe ich bis morgen erstmal im Trockner. Ja, mach das. Ne? Davor. Robinson. Kommandant Robinson ist ein erfahrener Pilot der Army mit zahllosen Stunden Flugerfahrung. Er ist ein stolzer Anführer und würde alles tun, um seine Untergebenen zu inspirieren und zu motivieren. Richard ist die Art Mann, dessen reine Präsenz bei allen anderen Respekt und Bewunderung hervorruft. Okay. Mike, ein gelernter Physiker, der aus dem Stegreif neue Theorien und Formeln entwickeln kann. Mike ist bis heute der Jüngste, der je einen Abschluss am MIT gemacht hat. Sein Verstand wird nur von seinem sonnigen Gemüt übertroffen. Naja, zum Glück ist er nicht abgehoben. Es ist nicht schwer zu verstehen, warum Mike die erste Wahl für die Crew der Hermes war. Tamara.
Tamara ist Ärztin und hat sich auf seltene Krankheiten und Beschwerden spezialisiert. Sie ist die Beste auf ihrem Gebiet und deshalb ist sie ein unverzichtbarer Bestandteil unserer Crew. Tamara verfügt außerdem über einen Abschluss in Ingenieurswesen und sie ist meine beste Freundin. Wir kennen uns noch vom College und sind seitdem unzertrennlich. Wir bewerben uns beide bei der Space Academy und der Rest ist Geschichte. Scar. Sentient Contact Assessment and Response Team. Die Organisation wurde gegründet, um der sich abzeichnenden Bedrohung aus dem Weltraum zu begegnen. Nur die renommiertesten Wissenschaftler und kampferprobte Veteranen wurden aufgenommen. Es wurde monatelang heftig über den Meta-Aider diskutiert, bevor das Direktorium sich auf die endgültigen Mitglieder des Scar-Teams einigen konnte. Man wollte sie losschicken, um das seltsame außerirdische Objekt zu scannen. Ja, okay, die anderen sagen, kann ich noch nicht auswählen. Okay, das für die Story. Okay, wo kommt das jetzt her? Ah, hier geht's lang. Hier hoch oder soll ich hier hochgehen? Okay. Na, wenn die da oben runterfallen. Hier ist so ein Symbol. Hier hoch. Ja, das sehe ich bei manchen, die auch Adventure- oder Horror-Games spielen. Ne? Es gibt nur einen Weg geradeaus und dann fragen sie sich so, soll ich jetzt hier lang gehen? Durch die Tür? Ich denke mir, ja, da ist ja keine andere mehr. Wo willst du hingehen? Wie ist das möglich? Huch. Was ist das für ein Jenseits des Horizonts, du hast die Aussicht auf dem Meta-Eder entdeckt. Zum Ansehen gedrückt halten. Oh, okay. Okay. Verbindung auf jeden Fall. Das sieht alles sehr tot aus. Dann ist so ein Stein. Aha. Achso. Ich darf nicht hochgehen. Jetzt weiß ich nicht, gehe ich dahin? Ja, komm, gehen wir mal dahin. Sieht mir aus schon wieder wie so ein Kampfgebiet. Oh, das sieht schon cool aus. Oh, hier. Ja. Die sind bestimmt alle hier rübergezogen. Eine Art außerirdisches Bauwerk. Ah, da ist sie wieder. Ja, sieht für mich aus mit Frau. Interaktion. Okay. Zum Interagieren drücken. Da wird wohl nichts passieren. Oh. Mist, ist ja doch was passiert. Komm mit dem mysteriösen Sturm. Ach du Scheiße. Oh. Oh, die ist ganz schön groß. Wow. Okay. Oh, was ist das? Was ist das? Er hat uns zerstört, was? Okay, so sahen die alle mal aus, ja. Hm.
Diese Kreatur. Kapitel 1. Angst hält dich wach. Ein Scar-Notsignal. Das muss jemand aus dem Team sein. Er hat uns ruiniert. Du hast den mysteriösen Sturm überstanden, okay? Ich suche nach den Scars. Geh dem Notsignal auf den Grund. Na, hoffentlich finden wir unser Team wieder. Aber so wie ich die Geschichte kenne, einer wird wahrscheinlich tot sein, der andere schwer verletzt und der letzte wird wahrscheinlich zur dunklen Seite übergetreten sein oder sowas. Mal sehen. Wer sowas sagt, der meint es eher spaßhaft, wenn es keine andere Möglichkeit gibt. Ja, das weiß ich doch. Ist doch klar. Aber manche sagen das halt mit so einem Ton, wo ich mir denke, hey, wo willst du jetzt hingehen? Ja? Was ist denn das jetzt? Okay, das scheint irgendwie zu leben. Zum Interagieren drücken. Okay. Also es gab auf jeden Fall mehrere und dann hinten gab es so eine große Gestalt und die scheint irgendwas kaputt gemacht zu haben. Jetzt ist natürlich die Frage, ob das die selber erschaffen haben und dann wieder ins eigene Unheil. Was ist das hier? Füllt deine Gesundheit und eine begrenzte Menge Munition auf, lässt aber auch die Gegner respawnen. Oh, no. Entfernte Barrieren erscheinen nicht erneut. Ach, das ist aber nett. Ja, okay. Machen wir das mal. Waren da noch keine da. Energie und Blitz und Y habe ich, glaube ich, gelesen, ist Heilung. Notsignal. Okay, das müsste eigentlich Notsignal von einem Scar sein. Und einen von uns. Oh, was haben wir hier? Die Trümmer. Sie sind von der Hermes. Hermes. Sie müssen beim Eintritt in die Atmosphäre abgebrochen sein. Kannst ruhig Hermes sagen. Hermes klingt blöd. Späße und Sprüche gehören für mich zum Alltag, erst recht auf Arbeit. Stell dir vor, mein Humor mal 3 auf einem Haufen. Nee, das ist zu viel. Also zu viel Humor, das ist ja auch tödlich. Okay, was haben wir hier? Kann ich hier irgendwas? Ja, doch, hier. Okay. Ah. Oh, was ist das? Scar. Das ist ein Rucksack. Das ist ein Scar-Rucksack. Leer, aber trotzdem nützlich. Ja, weil du kannst ja was reintun. Standard-Rucksack von Scar. Hates-Rucksack. Oh, hier haben wir noch was Tolles. Elektrisches Messer. Das beste Brotmesser aller Zeiten. Dieses Werkzeug wurde entwickelt, um härteste Materialien, also Brot, so effizient wie möglich zu schneiden. Das elektrische Messer wurde erst vor einigen Jahren entwickelt und hat sich schnell zu einem essentiellen Ausrüstungsstück für alle Weltraummissionen entwickelt, die Brot mögen. Okay. Nee, mitnehmen. Das elektrische Messer schneidet selbst härteste Materialien. Das sollte ich mitnehmen. Oh, was haben wir hier? Inventar und Untersuchung. Drücke im Inventar, okay. Wähle einen Gegenstand und drücke dann A und wähle Untersuchung. Ah, okay. Und dann sind wir direkt hier. Ja, hoffentlich können wir da nicht angegriffen werden, wenn ich im Inventar rumsuche. Phaser 0 von 80. Munition, okay. Untersuchen. Aha, okay, dann sehen wir das nochmal. Okay. Cool. Warte mal, hier stand noch was mit Lock. Achso, das ist das jetzt, ne? Ja. Toll. Leben und Energie. Okay, hier mit Rucksack und mit was auch immer das hier für ein Ding ist. Hey, das sieht gut aus. Gut. Nahkampf. Drücke RT, um Nahkampfangriffe zu verketten. Oh, verketten. Was? Ranken haben Lebensleisten? Wo gibt es sowas? Neuer Eintrag. Zoom-Ranken. Okay. Oh. Na gut, das sammle ich mal ein bisschen und dann lese ich mal im Schwung durch. Oh shit. Was? Oh nee.
Oh, also wir haben direkt angegriffen. Gegner werden gescannt. Drücke A in der Nähe eines am Boden liegenden Gegners, um ihn nach Informationen und so weiter zu scannen. Ja, was bist du für ein Vieh, ey? Achso, gedrückt lassen. Logbucheintrag. Dawns Theorie. Darwins. Das ist das erste feindselige Wesen gescannt. Schnell, klein, scheint sich in Gruppen zu bewegen. Ja, alleine mag das gehen, aber wenn dort 50 Viecher kommen, dann bist du schnell weg. Okay. Okay, die Pflanzen sehen aus, als wurden sie gerade gegossen. Dafür wissen wir aber zu 100%, wie wir es meinen und kontern dementsprechend. Genau, ja, das passt dann schon gut. Ja. So, okay. Notsignal. Okay. Ach du Scheiße. Okay, die springen ganz schön hoch. Die sind tot, ja. Faser. Faserfilamente auf Kohlenstoffbasis, die für den 3D-Druck verwendet werden, kann zur Herstellung struktureller Komponenten verwendet werden. Aha, okay. Ja, immer wenn die Lebensleiste aufploppt, dann müssen wir jetzt gleich los. Oh, was ist denn das hier? Was ist das? Logbucheintrag. Diese Pflanze hat keine Chloroplasten. Schülerin also bis Aristoteles, dass die aus dem natürlichen Rissen. Oh. Okay. Germanisches Extrakt. Nice. Ach hier, das ist noch von der Hermes. Aber ich kann es nicht öffnen, okay. Ist der Sender? Ne, das sind nur 240 Meter. Okay, ich gucke erstmal hier oben. Ich glaube, wir müssen hier unten lang gehen. Was ist denn das hier? Die Tür. Kate, kannst du hier hoch? War das nicht? Ja, doch, B. Das muss wohl eine Art Tor sein. Aber es gibt keinen sichtbaren Verschlussmechanismus. Oh, was ist denn hier? Kann ich nichts machen? Logbucheintrag. Das Tor hat ein innenliegendes Leitungssystem. Die drei Punkte am Rand wirken empfindlich. Ein gezielter Stromstoß könnte eine Reaktion hervorrufen. Okay. Sieh dich um und finde einen Weg, wie du das außerirdische Tor öffnen kannst. Geben, womit ich das Tor öffnen kann. Ich sollte mich umsehen. Ah, wahrscheinlich mit dem Ding da, oder? Ja. Okay. Ein bisschen. Wir wollen die Spule nicht durchschmoren. Ja. So, super. Wir haben es, Kate. Daran erinnere ich mich. Mike und ich haben kurz nach dem Start unser elektrisches Experiment beendet. Hast du schon per PN das Bild gesehen? Neues jetzt? Nein, ich glaube nicht. Okay. Neues habe ich jetzt nichts gesehen. Ich habe dann bloß mal. Was war denn das nochmal? Ich habe dann bei dem letzten nochmal zurückgeschrieben. Achso, doch, doch, das mit dem Bild, mit dem Namen, nicht wahr? Ja, das hatte ich schon zurückgeschrieben. Ja, das fand ich mega witzig. Das war witzig, ja. Gut, dass ich mir meinen Namen habe patentieren lassen. Oh, Sarah, ich grüße dich. Es ist mir eine Freude, dich zu lesen. Willkommen. Ich bin mal wieder im All unterwegs. Ich glaube, du hast deinen Weltraumanzug in deiner Nähe.
Ich hoffe, dir geht's gut. Ah, hier ist Vera. Das Ding. Sie ist noch intakt. Ach, die gute Vera. Yeah. Okay. Öffne das Tor. Ah, ja, okay. Und hier ist, glaube ich, schon... Ja. Oh, Moment, ist das... Rot ist doch immer, ich kann ja... Ist das was zum Explodieren? Wie ist denn das Schiff abgestürzt? Das ist ja irre. Da gibt es keine Schwerkraft? Okay, interessant. Moment, müssen wir dann auch nicht... Müssen wir da nicht fliegen können? Wow, wow, du Drecksvieh! Wow, was zum Geier war denn das? Verdammt, war das? Oh shit, Giftigkeit. Oh, ich hab's geahnt. Spinnenskorpion. Ach du Scheiße. Genau. Vektorisierte Energie-Rail-Accelerator. Kurz wäre in der Spule generiert sie starken elektrischen Strom. Der kann Elektrizität schnell freisetzen und zu einer einzigen Entladung bündeln. Die Auswirkungen dieser Entladung werden verstärkt, wenn das Ziel nass ist. Ah, ja klar, macht irgendwie Sinn. Coole Sache. Was haben wir hier? 2518? Galvanisches Extrakt. Eine chemische Verbindung, die Elektrizität leiten kann, kann als elektrische Munition benutzt werden. Was zum Henker, ey. Das ist eine Schande für alle Skorpione. Wie siehst denn du aus? Spinnenskorpion. Dieses Wesen ist halb Spinne und halb Reptil. Sein giftiger Stachel. Naja. Nee, nicht Starre, sondern sein giftiger Speichel. Okay. Ist fast so tödlich wie die scharfen Krallen. Wer sich ihm in den Weg stellt, geht ein enormes Risiko ein. Naja, dann schießen wir einfach mal drauf. Achso, und das ist das andere Ding. Springspinne. Ich kenne ja Springspinnen, aber die sind riesengroß. Der Mund. Obwohl sie klein sind, überwältigen sie ihre Beute meist in großen Schwärmen mit Giftangriffen. Klein? Ich weiß ja nicht, dass es klein ist. Okay. Ah, jetzt kann ich hier oben ein bisschen blättern. Okay. Sehr, sehr cool. Da musste ich erst Malaria, ne? Ist schon voll witzig. Ich war lange nicht mehr hier, aber du glaube auch nicht, oder? Ja, ich glaube eine Woche oder so war ich definitiv mal weit weg. Aber gut, dass du noch einen Weg hergefunden hast. Das ist fein. Wie ist das Game? Habe es auch, aber noch nicht gespielt. Achso, du hast es auch. Achso. Ah, ist schon mal gebunkert, ja? Ja, bis jetzt macht es einen ganz coolen Eindruck. So, Sci-Fi ist ja immer irgendwie ein bisschen, ja, rar. Und ich hatte es, wie gesagt, schon mal lange auf der Liste gehabt. Und ja, jetzt ist es die Zeit, wo es dran ist. Ja, bis jetzt schon ganz cool. Mal sehen, wie das ist mit diesen Mysterien und. Der Story vor allem bin ich mal gespannt. Aber macht schon einen guten Eindruck, ja. Sehr froh, dass du die letzten Male nicht dabei warst, Sarah. Da war Twiddy und ich mal zwei. War im Angebot. Ach so, ja, das ist gut. Ich glaube, ich habe das auch günstiger geschossen. Ja, aber ich hatte es schon lange mal vorgemerkt. Yep. Ja, wie lange spiele ich das jetzt gerade? Ja, 50 Minuten, also ne? Ganz frisch. Ein außerirdisches Tor mit einem internen Energiesystem. Seine physischen Eigenschaften scheinen keine Ähnlichkeit mit den Metallen und Gesteinen der unmittelbaren Umgebung aufzuweisen. Himmelsfräse. Diese merkwürdige Pflanze verströmt einen beruhigenden Duft aus ihren bizarren Knospen, der die sensomotorischen Funktionen betäubt. Oh.
Okay, man kann alles nochmal direkt sich anschauen. Das Gar-Signal empfangen. Jemand aus dem Team muss in der Nähe sein. Ich muss dem Signal folgen und ihn oder sie finden. Ah, hier ist nochmal dieses Bild. Aha. Das Wesen im Inneren des Sturms. Die Erscheinung hat mich zu einer Konsole mitten auf einem leeren Feld geführt. Da fällt mir jetzt aber gerade ein, konnte ich gar nicht weiter nach unten gehen. Das ist das, wo ich gesagt habe, wenn ich jetzt hier runterspringe, komme ich vielleicht nicht mehr hoch. Naja. Sie hat mich vor einer Gefahr gewarnt. Ich berührte die Konsole und ein schrecklicher Sturm brach los. Der Lärm war ohrenbetäubend. Und während der Sturm tobte, sah ich eine riesige, furchteinflößende Gestalt, die sich mir näherte. Ich verlor das Bewusstsein und wachte in einer Umgebung auf, die nach einem Sumpf aussah. Okay, sieht ja interessant aus. Mal gucken. Okay, das Brotmesser haben wir mit dabei. Giftigkeit. Okay, wenn der Balken voll ist, wird der Schaden stärker. Okay. Die Auswirkung kann durch ein und so weiter wahrscheinlich aufgehoben werden. So, das heißt, Stargate-mäßig werden wir jetzt mal hier drauf schießen. Oh, okay. Konnte ich nicht erst zoomen? Wieso schießen die jetzt direkt? Okay, das ist das Neue. Ach, jetzt hält es. Okay, ist ja strange. Okay. Wow, du sagst es, Kate. Ausweichen, ja. Da blitzt schon wieder. Super. Das war eine Massenkombo, okay. Muss ich jetzt trotzdem nochmal scannen irgendwie? Also einmal von jeder Spezies. Ja, so schön schleimig. Bäh. Welches Game denn? Genau, Firewatch war das. War mega gut. Habe ich aber auch der Tube. Kannst du dir auch reinziehen. Logbucheintrag. Ich habe einen außerirdischen Würfel entdeckt. Er sendet neurale Wellen aus. Er könnte das Potenzial haben, Informationen direkt ans Gehirn zu senden. Das ist der Alsborg. Aber ich warne dich, Sarah, das sind Videos in Spielfilmlänge. Ja? Also. Das ist nichts für zwischendurch. Okay. Wissenswürfel. Das klingt gut. Ein seltsamer außerirdischer Würfel, neutrale Wellen. WLAN direkt ins Großhirn. Super. Oh, hell no. Oh, was ist das für ein Ding? Oh, shit. Oh, my goodness. Oh, ich kann gar nicht wegrollen hier bei dem Zeug. Logbucheintrag. Großer Gliederfüßer. Sprengspinne. Oh, super. Können die Chemikalien in. Och nee, echt? Also von dem geht's dann zur Sprengspinne über. Wenn sie angreifen, mischen sie die Chemikalien in ihrem Hinterleib und verursachen eine Explosion. Das verletzt Gegner, tötet aber auch sie selbst. Ja. Seinem Unterleib explodieren. Wunden heilen. Kann ich mich heilen? Oh. Ja, die Heilung. Hier haben wir noch Extrakt. Das nehmen wir natürlich mit. Kann man nachladen. Ja, ich bin natürlich mal auf die Sachen gespannt, die wir finden, freischalten können und upgraden. Was ist denn das da drüben? Dankeschön. Giftigkeit. Na ja, okay, geht Stück für Stück zurück. Alles klar.
Oh, warte mal. Da hinten ist das Signal. Oh, da ist wieder so ein... Oh Gott, was ist denn das? Irgendwelche Quallen. Was ist das für Viecher hier? Passt. Gut. So. Was ist das hier? Oh, kann ich gar nicht aufheben. Maximale Kapazität? Echt? Oh, okay. Wissen. Oh ja, okay. Also irgendwas hat es mit unserer DNA gemacht, haben wir ja gesehen. So ähnlich wie bei Prometheus. Schon mal schön hier... Noch eine von diesen Säulen. Genetik verändert. Ah, ihr könnt dort oben weiter fliegen. Hm. Was haben wir jetzt? Außerirdische Säule. Nähere dich den Säulen, um als Respawn-Punkt zu nutzen und nutzen zu können, falls du stirbst. Aha. Wenn du mit den Säulen interagierst, werden deine Gesundheit, Munition, Energie und Ausdauer wieder aufgefüllt und Gegner respawnen. Das hat keinen Einfluss auf die Anzahl an Ressourcen, die du bei dir trägst. Das ist auch cool, dass es so weiter geblättert wird. Säule. Eine säulenförmige Struktur, die von allein zu schweben scheint. Es scheint, als würde sie auf mich reagieren. Welche Funktion erfüllt sie auf diesem Planeten? Sie strahlt eine signifikante Menge Energie ab und fühlt sich warm an. Okay. What? Säule der Erde, du hast die erste Säule aktiviert. Ach so. Diese Kabel, die sind von der Hermes. Ach, sag doch Hermes. Hermes klingt so blöd. Kabel der Hermes, okay. Was sind das für Dinger hier? Okay. Ist hier noch irgendwas versteckt? Das erinnert mich voll an Mortal Shell. Aber das sieht voll cool aus. Den Planeten hier. Das ist schon der zweite Planet. Ah, okay, jetzt sehe ich das mal richtig. Warte mal. Guck dir das an. Hey, das ist cool gemacht. Ja, komm, das machen wir jetzt mal hier. Ja, ja. Und Heilung, Stimulant. Okay, cool. Ein fleischartiges Gewebenetz. Ich muss irgendwie da durch. Ist das das Signal oder ist es... Okay. Logbucheintrag. Starkes organisches Gewebe. Die Blasen scheinen mit Diethylether gefüllt zu sein. Also wahrscheinlich brennbar. Kann ich... Es wird nicht rot. Brennbar. Oh, was war denn das? Ah, hier geht's lang. Automatisch Licht angemacht? Okay, gut. Was ist das? Okay, sehr ekelhaft. Okay, irgendwas lebt hier drin. Finde einen Weg durch das Gewebegespinst. Okay. Das Scan ist mega cool. Ein natürliches Gefäß für eine einheimische Kreatur. Die Schale scheint leicht brennbar zu sein. Sie enthält einen fast vollständig ausgebildeten Organismus. Ich fasse sie besser nicht an. Na toll. Was war das jetzt? Kokon der Skorpionartigen. Die äußere Schicht dieses Kokons schützt den Organismus, der sich darin entwickelt. Proteinmengen in der Plazenta nachzuurteilen, verläuft die Entwicklung der Kreatur deutlich schneller als alles, was wir von der Erde kennen. Yep.
Das ist echt nicht ohne. Das heißt, wir müssen jetzt hier völlig aufpassen. Ich könnte es auch zerschießen, aber... Die machen einen hier auf Alien hier, mit den ganzen Eiern. Was ist denn das? Oh, schon eine coole Atmosphäre. Oh, was Neues. Poplion. Poplion. Diese komplexe Pflanze besteht aus verschlungenen Ketten kurzer Polypeptide, die auf eine Verbesserung der kognitiven Fähigkeiten und der Konzentration schließen lassen. Okay, das klingt ganz gut. Ich frage mich, ob wir noch eine Rüstung bekommen. Okay, also abgestürzt und dann... Müssen sich doch ein, zwei gefunden haben, die das hier wieder aufbauen, weil das kann doch nicht so sein. Sie stammt von der Hermes, aber da waren wir doch erst vor einer Stunde. Wow, Moment mal, hat die Pyramide hier zu verschiedenen Zeiten zu dem Planeten gebracht? Das kann natürlich sein. Oh, das war ja mega spannend. Zu unterschiedlichen Zeiten. Alles ist mit irgendeiner organischen Substanz bedeckt. Okay. Da scheinen welche gerade angekommen zu sein. Welche scheinen schon hier Jahre hier gewesen zu sein. Das ist natürlich krass. Was haben wir hier? Kommandant Robinson liebt dieses Buch. Don Quixote Buch. Robinsons Lieblingsbuch. Ich weiß nicht, ob er mit Don Quixote sympathisiert oder ob er sich selbst in ihm wiedererkennt. Er sagt scherzhaft, dass er es immer und dann liest, wenn er sich vorkommt, als würde er gegen Windmühlen kämpfen. Sieht aus, als hätte er es in letzter Zeit ausgiebig gelesen. Irgendwelche Symbole, die wir brauchen? Nein. Was ist das hier? Logbuch. Okay. Mal wieder Energie. Hoffentlich kommen da die Viecher jetzt nicht. Was sagt das Logbuch? Robinsons Zuflucht. Robinson hat sich mit... Achso, okay, dann ist also der hier. Der Kommandant ist also hier gelandet. Interessant. Ich wünsche euch schon mal eine gute Nacht und schlaf gut, da ich früher oder später einfach einschlafen kann. Alles klar, mach das. Danke dir fürs dabei sein und schlaf dann gut. Da weiß ich schon mal Bescheid. Genau. Robinson hat sich mit Ausrüstung aus der Hermes eine Art Zuflucht gebaut. Wie lange war er hier? Ja. Hier ist alles von einem seltsamen Material überwuchert. Ich habe gar kein gutes Gefühl dabei. In seinen Logs klang Robinson nicht wie er selbst. Er war verängstigt und wütend. Was ist mit ihm geschehen? Ah, das ist eine gute Frage. Guck mal, ja, dass wir das rausbekommen. Oh. Kommandant Richard Robinson, Logbucheintrag. Seit ich die Hermes verlassen habe, bin ich... Geht es mir schlechter? Befuchs. Ich muss ihn loswerden. Ich konnte elektrische Bauteile bergen. Vielleicht kann ich mir mit dem MDG eine Art Brenner bauen. Den Befugs wegbrennen. Ich muss den Körper reinigen. Seit er die Hermes verlassen hat? Wir waren doch gerade noch dort. Er klingt anders. Aufgebracht. Hier, wenn das Bett am wenigsten wahrscheinlich betroffen sein kann, bei Verdacht auf Bettwanzen. Dank meiner Dauerfall an den Beinen. Ja, das ist echt gut. Was haben wir hier noch?
Thermisches Modul, Herstellungshilfsmittel für Waffen. Oh, nice. Können wir wahrscheinlich umschalten. Vielleicht. Ja, ich drucke selbst einen Emitter mit dem MDG, verbinde ihn mit dem thermischen Modul und bringe ihn am Rahmen des Schweißgeräts an. Gute Idee, Kate. Das ist ja hier mit 3D-Drucker. Druck von Zerstörungswerkzeug. Du hast das mobile Druckgerät benutzt, um den thermischen und so weiter zu bauen. Herstellung abgeschlossen. Neue Waffe freigeschaltet. Thermischer Konzentrator. Erhitzt Projektile und stößt sie aus. Cool. Könnte den Unterschied. Oha. Verschiedene Waffen lösen bei deinen Gegnern unterschiedliche Effekte aus, wie Verbrennung, Vergiftung, Verlangsamung. Oder können dir helfen, ansonsten unpassierbare Hindernisse zu beseitigen. Achte auf das Effektsymbol und den entsprechenden Balken über dem Ziel. Wenn der Balken voll ist, verändert sich das Symbol und der jeweilige Effekt wird ausgelöst. Ja, wie bei uns mit dem Gift. Durch das Gewebenetz brennen. Und ich nehme das MDG mit. Persönliche Fähigkeit. Schneller Waffenwechsel. Oh, das ist gut. Ah, hier können wir sie sehen. Ne, warte mal hier. Jetzt Projektil stößt sie aus, genau. Normale Schusssache, Blitz und jetzt hier Feuer. Hochentzündliche chemische Verbindung kann als thermisches Projektil benutzt werden. Okay, das ist natürlich super cool. Oh, jetzt haben wir das Fähigkeitenmenü. Aha, guck mal an hier. Fähigkeitenbaum. Jetzt wird es sehr interessant. Investiere deine Fähigkeitspunkte in den Zweigen Xenobiologie und Ingenieurswesen. Je weiter Kate auf ihre Reise vorankommt, desto mehr persönliche Fähigkeiten schaltet sie frei. Okay. Oh. Stufe 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Fähigkeitspunkte verfügbar. Achso, wir haben ja noch gar keinen. Bald haben wir einen. Wie das Druckgerät hilft Kate, verschiedene Geräte und Verbrauchsgüter herzustellen, um ihre Überlebenschancen in dieser feindseligen Welt zu erhöhen. Verständnis entziffert alle alte außerirdische Sprachen und erweitert so das Wissen über den Planeten. Scannen. Kate kann detaillierte Informationen über Objekte, Pflanzen und Tiere sammeln, indem sie sie scannt. Wissenschaftliche Wahrnehmung. Kate ist wissbegierig, wodurch sie Informationen sammeln, wissenschaftliche Schlussfolgerungen ziehen und Geschehnisse rekonstruieren kann. Okay, das ist gut. Körperliches Scar-Training. Kate Ward ist ausgebildete Astronautin. Durch ihr Training beherrscht sie verschiedene Aktionen wie Ausweichen, Klettern und Sprinten, die jeweils Ausdauer verbrauchen. Ja. Okay, das ist violett. Was haben wir hier? Auch violett, ne? Okay. Okay. Warte mal, das braucht ja schon zwei. Okay, das obere gucke ich mir noch nicht an, weil das können wir eh noch nicht machen. Xenotroning erhöht die Kapazität von Kates Batterie für Geräte. Schnell nachladen. Ein fortschrittliches Injektionssystem ermöglicht zum richtigen Zeitpunkt eingesetzt 50% schnelleres Nachladen. Das wird wahrscheinlich mit so einem Pegel sein, wenn man den erwischt. Kann man dann schneller nachladen, beziehungsweise auch schneller schießen. Okay, auf Reserve. Wenn einer Waffe die Munition ausgeht, werden nach 5 Sekunden 25% des Magazins nachgefüllt. Auch nicht schlecht, ja. Kate ordnet ihren Rucksack, verbessert ihre Koordination um 20%. Steht immer da, gerne 3 Stufe 1 Fähigkeiten. Ach so. Kondition, ein Xenoextrakt stärkt Kids Körper. Ihre Gesundheit erhöht sich um 20%. Zellregeneration, die Zellen nehmen mehr Proteine auf. Dadurch wird Heilwirkung einer Heilungsladung von 50 auf 80% verbessert. Okay, gut. Abbau. Kate baut effektive Ressourcen ab. Pflanzen und Monster bringen mit einer Wahrscheinlichkeit von 25% zusätzliche Ressourcen ein. Und kombinieren von Biomasse. Verbrauchsgüter kosten 20% weniger. Alles klar. Okay.
Okay, wie kann ich das... Ach so sieht das denn aus. Thermisch. Das brauchen wir sowieso. Ich hoffe, die werden ziemlich wach. Kann ich nochmal eine mitnehmen? Achso, Kapazität ist voll. Kokons verbrennen. Mit dem thermischen Konzentrator kann man die Brutsäcke der Skorpionartigen verbrennen, bevor sie schlüpfen. Oh shit. Oh, oh, oh. Oh wow, okay, okay. Ja. Okay, wir haben unten noch ein raus. Oh, so kann man das machen. Ah, verstehe. Shit, hat er mich doch noch erwischt. Naja, das geht ja noch. Ne, Moment, hier müssen wir hin. Ah, da ist es dann zum Aufladen gedacht. Ah, okay, verstehe. Das ist ja cool. Vielleicht mal nachladen. Ne, hier ist nichts zu machen, okay. Den letzten noch mitgenommen. So. Na, alles klar. Dann ist wieder so ein Tor. Da ist er wieder. Spricht die jetzt unsere Sprache oder war das jetzt nur in der Vision? Wie können wir dann durch? Ah, was haben wir denn hier? Na nun? Achso. Sind das? Kopf eines Spinnenskorpions. Mhm. Der Kopf wurde gewaltsam vom Körper gerissen. Das muss ein brutaler Kampf zwischen zwei Kreaturen gewesen sein. Vermutlich ein Revierstreit. Die Tatsache, dass dieses skorpionartige Wesen seinen Kopf verloren hat, muss nicht zwangsläufig bedeuten, dass es auch den Kampf verloren hat. Ja, wahrscheinlich. Sind beide draufgegangen. Oh, was haben wir hier? Wissen? Fähigkeitspunkt. Ah, jetzt haben wir einen Fähigkeitspunkt. Nice. Und hier kommen auch noch Sachen dazu. Interessant. Batterie nachladen. Naja, muss man nochmal gucken, was wir nehmen. Nachladen ist schon wichtig. Oh, hier der Übergang, das war jetzt auch richtig gut gemacht. Ja, so warmer Ton und dann. Ja, liegen so rum, kann man gar nicht treffen. Und jetzt geht es hier ins Grüne, Dunkle. Ja, schon cool gemacht. Oh, shit, ey. Achso, du hast du auf Phase? Nein, das ist keine Phase. Na gut. Okay, da bin ich noch voll.
Dich kann ich aber nehmen. Nein, also dasselbe. Aber dich kann ich nehmen. Sehr gut. Okay, also Abwege zu nehmen lohnt sich auf jeden Fall. Da gibt es immer was zum Sammeln, beziehungsweise nochmal zum Zurückkommen, falls man gerade voll ist. Ich erkenne die Energiepunkte dieses Tors nicht. Vielleicht sind sie auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite, aber wir müssen doch. Die ist ja doch irgendwie hier durchgegangen. Was haben wir hier? Knochenhaufen. Skelettierte Überreste eines wilden Organismus, dessen Fleisch fast vollständig aufgelöst ist. Das Knochenmark ist reich an Kohlenstoff. Achso, das war das vor uns. Eine vertikale Struktur, die an ein Spinnennetz erinnert. Allerdings besteht sie aus hartem Gewebe, stabil und sehr widerstandsfähig. Ja. Ich gehe mal lieber runter. Mana, Tyva, wie weit würdest du gehen? Oh, jetzt versteht sie mich? Weil ich gehen würde, um Antworten zu finden? Ja, so weit wie es geht. Wenn es dann auch richtige Antworten sind, die mir was bringen. Warte mal, hier ist noch was. Ah, hier geht's hier durch, okay. Sehr coole Wege. Ah, okay, das können wir so greifen. Ah. Nachladen, 34, okay. Also müssen wir praktisch noch Verlangsamung und Eis bekommen. Na, mal schauen. The hell? Haha, kurz zuvor noch kaputt gemacht. Widerstandsbooster. Widerstandsbooster entfernt alle negativen Effekte und verhindert deren Entstehung. Das ist sehr cool. Überlebender, du hast den ersten Verbrauchsgegenstand hergestellt. Naja, ich habe mir eher gefunden. Mit LB, alte LB gedrückt, um einen Verbrauchsgegenstand in der unteren Hälfte des Rads auszuwählen. Der ausgewählte Verbrauchsgegenstand wird im Schnellzugriff platziert und kann benutzt werden, indem du RB drückst. Jeder Verbrauchsgegenstand benötigt eine gewisse Menge an Fasern. Ah, okay. Kosten 20. Oh, da gibt's aber. Oh, okay. Warte mal, das ist ja so getrennt. Das muss eine andere Kategorie, also andere Kategorie sein. Also zwei verschiedene haben wir. 5 und 4. Okay. Zum Benutzen. Entfernt negative Effekte. Ja. Oh shit.
Nasse Oberflächen. Bei Elektroangriffen bietet sich die Elektrizität über nasse Oberflächen aus. Er breitet sich aus, natürlich. Ja, also Fähigkeiten, das macht jetzt schon ein bisschen mehr Sinn hier. Und dann vielleicht auch nochmal mit den Kosten weniger, dass wir dann eher was umsetzen können. Kondition. Gesundheit, hm. Ja, ich nehme mal das. Fähigkeit und bereit. Du hast die erste Fähigkeit freigeschaltet. Ja. Oh, der Sound. Ey, das ist cool, ja. Wenn wir den nutzen können. Gute Idee. Ha! Boah, du Drecksvieh. Ah, jetzt hat es sogar einmal geklappt. Nice. Oh, die hauen ganz schön zu, ey. Ah, das bleibt dann immer aktiv. Okay, das ist nice. Hier geht's weiter. Oh, ich muss mal Heilung hier. Oh, das heilt gar nicht so viel. Okay. Also, nicht alles. Dachte, ich muss immer wirklich alle treffen, aber man hat es jetzt gesehen, ich brauche nur zwei, nicht vier. Okay, hier kann ich das bestimmt mal nachladen. Jetzt kann ich das verwenden, okay. Du hast aber noch was, oder? Nee. Ah, sieht nicht so aus, können wir jetzt hier durchgehen. Eine Karte habe ich noch nicht gefunden. Oh Gott, da geht es immer nach oben. Hier kommen wir nicht rum. Ist natürlich immer fies, wenn die so rausgeschossen kommen. Ah, wie sieht's hier aus? Oh, es reicht. Okay. Was hast du hier? Heilung. Heilungsinjektion stellt Gesundheit wieder her und lindert Schmerzen. Super. Was haben wir hier? Logbucheintrag. Ich habe die medizinische Ausrüstung für unsere Mission katalogisiert. Ziemlich potent. Booster, Stimulantien, Bioenhancer. Ich weiß, bei unserer Mission gibt es viele Unbekannte. Aber das ist wirklich zu viel des Guten. Lieber auf Nummer sicher gehen. Ja, lieber auf Nummer sicher gehen. Alles klar, Kate. Machen wir erstmal lieber verarbeiten. Oh, du verdammtes Scholz. Oh, was? So weit kann ich schießen? Ah. Oh, ich habe keinen
Oh, ich habe keine Heilung mehr. Negative Effekte. So, dann wieder her. 20 hat er. Das hat er auch, okay. RB, achso, warte. Ah, okay, das ist so zeitverzögert und das andere ist so direkt. Das ist auch nicht verkehrt, gerade wenn es irgendwie zeitlich ist im Kampf. Ohne nur. Drohnen. Ah, oh, shit. Oh. Boah, verzieh dich hier. Mies, ey. Oh, das war knapp jetzt. Ja, das mit dem schneller Nachladen, das macht sich jetzt schon langsam bezahlt. Boah. Das gibt's doch nicht, ey. Was? Ah, verdammt. Timing. Was sieht dann manchmal los? Ja, ich weiß, es ist mehr wegen Motto, aber. Mein Gott, ey. Hab ich noch ein paar Schüsse? Oh Gott, ey. Boah, was zum Geier? Kommen die jetzt her? Oh, die Ecke ist ein bisschen hart hier. Oh shit. Ah, verfehlt. Wow, das war hart. Okay, das war schon ordentlich. Ah, wieder verpasst. Na gut. Heil dich mal. Aber es gibt, kann man immer noch so weit unten halten. Okay, dann ist es wieder. Unglaublich. Wofür könnte so ein riesiges Bauwerk wohl gut sein? Vielleicht zum Energietransport? Monolith. Also wir haben das sozusagen immer zur Verfügung mit der Heilung, aber brauchen Fasern. Bei unten rechts sieht man nicht genug Fasern. Ne? Ich kann mich jetzt nicht mehr heilen. Das war jetzt, glaube ich, dreimal. Über Zeit ist schon ganz cool. Okay, jetzt haben wir praktisch den Umweg gemacht. Bei dem Tor. Oh, Herzschlag. Robinsons Rucksack. Er war hier. Ich sollte mich umsehen und seine Bewegungen rekonstruieren. Alles klar, was war hier? Der Rucksack ist mit einem organischen Bewuchs überwuchert. Ja. Rekonstruktion und Untersuchungsgebiet. Der Suche nach Scars oder den Ort nach Hinweisen ab. Alles klar. Robinson verlor das Gleichgewicht und hielt sich an diesem Felsen fest. Er
hatte wohl Probleme beim Gehen. Okay, was haben wir hier noch? Das sind Dinger. Fleischfressende, wurmartige Organismen mit säurehaltigem Speichel. Das könnte meinen Anzug und mich in kürzester Zeit zersetzen. Ah, na toll. Robinsons Stiefel. Offenbar ging er in Richtung Wasser. Okay, diese Würmer sind der Tod. Also, jetzt müssen wir hierher gehen. Den Körper reinigen. Du hast das Gebiet um Richards Rucksack untersucht. Und? Trifft das zu hier? Okay, jetzt haben wir das hier irgendwie aktiviert. Das Gehen fiel ihm schwer. Trotzdem hat er sich in wurmverseuchtes Wasser gewagt. Die Würmer kamen auf ihn zu. Sie sind mit seinem Körper verschmolzen? Was ist aus dir geworden, Richard? Sein Signal kommt von der anderen Seite. Er hat es durch die Würmer geschafft. Ich würde nie so weit kommen. Aber ich muss einen Weg darüber finden. Ja, die Frage ist, wie hat er das gemacht? Neuer Eintrag, Kryo-Ei, okay. Kryo-Ei, Larven im frühen Entwicklungsstadium, die kryogene Enzyme ausscheiden, die für diese Reaktion zuständigen Drüsen entwickeln sich zuerst. Ah. Gallenwürmer, die Zahnreihen, die sich bis in den Rachen ziehen, machen diese Spurwürmer sehr gefährlich, besonders in Schwärmen, jeglichen Kontakt vermeiden. Rucksack, standardmäßiger Scar-Rucksack, ID-Codes SC7391, gehört Kommandant Richard Robinson. Deckt mit einer Schicht organischer Materie unbekannten Ursprungs. Der Monolith. Der Monolith. Ein gewaltiges Bauwerk, das sich bis in den Himmel erstreckt. Sieht aus wie ein wichtiger Teil der Infrastruktur dieses Planeten. Ich kann mir nicht einmal vorstellen, welche Funktion er erfüllt oder warum er ausgerechnet hier steht. Ja. Genau, das haben wir jetzt gerade rekonstruiert. Ich habe Robinsons Rucksack gefunden. Er muss hier gewesen sein. Er war in schlechter Verfassung, kaum in der Lage zu laufen. Es gibt Hinweise, dass er in dieses von Würmern verseuchte Gewässer gestiegen ist. Sein Signal kommt von der anderen Seite. Ich muss einen Weg hinüberfinden. Biogenisches Extrakt. Gefrierextrakt aus suspendierten Eisteilchen. Kann als kryogenische Munition benutzt werden. Oh, okay. Eis. Aber da brauchen wir noch so eine Bank, oder? Das kann ich aber jetzt gar nicht nutzen. Thermo, Vera und Eis. Gate, warum läufst du so rückwärts? Was ist da los? Das sieht mega cool aus. Nicht das Laufen, sondern das Bild. Von hier aus kann ich die Energiepunkte des Tors sehen. Abkürzung. Du kannst Abkürzungen öffnen, um weite Wege und wiederholte Kämpfe zu vermeiden, falls du stirbst. Das ist aber sehr nett. Weil wir sind jetzt hier so einen großen Gang hier rumgegangen. Ja, wieder verpasst. So. Ja, das ist richtig gut. Da kann ich nämlich jetzt hierher gehen. Und nochmal schön mich aufbauen.
soweit es wie gesagt geht. Erkunde die Umgebung und finde eine Möglichkeit, an den Würmern vorbeizukommen. Okay, das versuche ich jetzt mal. Ansonsten machen wir um 12 dann Schluss zur Geisterstunde. Ah. Hier geht es nicht weiter. Hier ist das Symbol wieder. Ja. Huch. Augensymbol. Sagen wir hier, Schwachstellen. Wenn du verschiedene Körperteile triffst, richtest du mehr oder weniger Schaden an und manchmal kannst du so unterschiedliche Verhaltensweisen deines Gegners provozieren. Einige Schwachstellen verfügen über einen Farbcode und können nur mit einer ausreichenden Menge Schaden eines bestimmten Typs zerstört werden. Elektroschaden hellblau, Hitzeschaden orange oder rot. Das heißt, es kommt hier der Boss. Sieht aus wie Blitz. Wenn man keine Phase mehr. Oh ja, das sieht so aus. Oh mein Gott. Oh, what the hell? Scheiße. Oh, das Vieh habe ich in der Vision gesehen. Oh, hell no, ey. Oh Gott, das will. Ach du Scheiße. Holy shit, ey. Wow, wie soll ich das machen? Hallo? Jesus, ey. Ah, oh, zu zeitig, verdammt nochmal. Oh, Panzerung, na toll. Scheiße, ich habe keine Heilung. Das ist blöd. Au! Kacke. Oh man. Okay. Das kann ich, oder? Kann man hier noch gar nicht. Nee, nee, ich glaube, ich muss. Ja. Dahin wird wahrscheinlich eine Bank oder was sein. Oh, was haben wir hier? Logbucheintrag. Dieser Teil des Bauwerks muss wohl das Eingabefeld sein. Aber ich empfange keine Energiewerte. Es muss deaktiviert sein. Ja, das kann sein. Okay. Oh. 16 Fasern, okay, cool. Warte mal, was haben wir hier noch alles? Ist hier noch was Sinnvolles für uns? Oh, okay. Habe ich noch voll, aber das kann ich nehmen. Okay.
Ah, hier haben wir es schon vorbereitet. Kryogenisches Extrakt. Gefrierextrakt aus suspendierten Eisteilchen kann als kryogene Munition genutzt werden. Genau. Ganz genau. Hier war doch noch irgendwas mit dem... Was ist gerade mit dem Ding? Ich hatte es doch hier irgendwo gesehen. Die Bilder sind schon cool gemacht. Oder das kommt jetzt nochmal, wenn ich da durchgehe. Ja, jetzt kommt's. Blöde ist, Aufladen dauert so lang. Shit. Boah, ey. Ich schieße, damit er hochkommt und dann kann ich nachschießen. Timing ist voll verkehrt. Ha. Ja. Kann ich ihn fokussieren? Nee. Heil dich! Jesus, ey. Oh, Gott sei Dank. Du schaffst das. Das war heftig. Die Aggressivität dieser Kreaturen geht über das typische Revierverhalten hinaus. Ruft irgendwas diese Feindseligkeit hervor? Exoalluvial. Diese wandelnden Felsen scheinen extrem widerstandsfähig gegenüber von außen zugefügten Schaden zu sein, haben aber ein paar Schwachstellen am Kopf und Bauch. Sieht schon krass aus. Wissen, sehr gut. Okay. So, okay. Da ist noch irgendwie ein Tor oder so. Och nee, noch einer. What the hell? Ich bin
Das ist schon viel zu mies. Okay, der war nicht mal halb so stark. Das ist ja krass. Logbucheintrag. In der Blase befindet sich eine leicht brennbare Gasmischung. Wenn man mit einem Brandgeschoss darauf schießt, platzt der Sack und setzt ein großes Gebiet in Brand. Okay. Oh, jetzt haben wir wieder Fasern. Was ist denn das? Man weiß gar nicht so genau, wo man hingehen soll. Oh, das lebt. Oha, was? Vielleicht eine größere Version. Okay. Okay. Riesige. Käfer, okay, wir können aber nichts machen. Okay, da sind wieder diese Würmer. Warte mal, hier ist ja Eis. Kreaturen. Es wirkt, als würde ihr Sekret das Wasser gefrieren lassen. Oh, hier ist auch so eins. Ich bleibe lieber auf der gefrorenen Oberfläche, wenn ich nicht gefressen werden will. Okay. Logbucheintrag. Der Panzer dieser Kreatur ist noch nicht voll entwickelt. Wenn ich ein ausgewachsenes Exemplar finde, kann ich vielleicht sein Gefriersekret nutzen. Ja, stimmt. Mortiskäfer. Die gigantisch insektenartige Kreatur scheint sich von der organischen Materie in ihrer Umgebung zu nähern und kann sich mit Gift, das sie aus Drüsen ausstößt, gegen andere Parasiten wehren. Glühende Blasen. Die riesige Menge an Brennen. Eiter kann jeden Moment hervorbrechen, wo die dünne organische Membran hält die brodelnde Masse zurück. Aber das ist gut, dass wir dann immer solche Quellen haben, um weiterzukommen mit der Munition. Tierisches Extrakt einer Patrone mit säurehaltigen Chemikalien kann das Projektil verschossen werden. Ah, und das ist die letzte Munition. Instabile säurehaltige Verbindung, die beim Aufprall platzen und eine gefährliche Chemikalienmischung freisetzen. Okay, cool. Dieses eiskalte Extrakt verlangsamt die Atome von allem, was es berührt. Nach kurzer Zeit können die Atome sich wieder normal bewegen und die Materie kehrt in ihren vorherigen Zustand zurück. Ja. Diese Materie weist eine ungewöhnlich hohe atomare Aktivität auf, wodurch sie immer heiß ist. Sie beginnt sich zu erhitzen, wenn die Proteinbindung aktiviert werden
und hört erst auf, wenn die umgebende Luft vollständig ionisiert ist. Die Verbindung stellt eine leitende Umgebung mit geringem Widerstand dar, durch die Elektronen frei fließen können, ohne an Beweglichkeit einzubüßen. Das bedeutet, dass die Elektrizität jeder Stärke perfekt leiten kann. Finde ich gut, wenn man sich das so detailmäßig nochmal ansehen kann. Nachgeladen. Aha, nachgeladen. ja. Mann, du Drecksvieh, ey. Shit, ey. Oh, ich habe keine Heilung. Oh, es ist riesig. Es produziert Unmengen dieses Gefriersekrets. Oh, warte mal, wo komme ich überhaupt hier ran? Ja. Ein bisschen eine Säule. Wow. Scheint der König zu sein. Königin. Datei erforderlich, um Schlussfolgerungen abzuleiten. Ah, okay. Warte mal, wir gucken erstmal hier unten. Haben wir denn hier irgendwas schon? Hier. Kopf. Da ist das Gehirn und da die Nervenbahnen zu den Organen. Diese Drüse scheidet die kryogene Flüssigkeit aus, die das Wasser gefrieren lässt. Okay. Aus Verdauungssäuren spaltet die hiesige Pflanzenwelt in eine homogene Masse auf. Bioelektrizität scheint den Prozess zu unterstützen. Und diese Nervenbahn leitet außerordentlich große Mengen an Bioelektrizität. Cerebrum scheint elektrische Impulse zu generieren. Gut, haben wir alles gemacht. Die Kreatur nutzt Bioelektrizität, um aus allem, was sie verdaut, ein Enzym zu erschaffen. Und mit diesem Enzym wird in der Schädeldrüse eine kryogene Flüssigkeit produziert. Wenn ich also eine Probe nehme, kann ich den Prozess vielleicht nachbilden. Ja, und dann sollten wir uns mal heilen. Mit Hilfe des MDG kann ich damit möglicherweise eine Art kryogenes Gerät bauen. Damit könnte ich an den Würmern vorbeikommen. Richtig. Kryogewehr. Schieß mehrere kryogene Projektile ab, die im Wasser einfrieren und Gegner verlangsamen.
erzielt eine größere Wirkung bei Nasskreaturen. Ja, oder wo wir nicht richtig rankommen, haben wir eine bessere Chance zum Schießen. Super, Kryogewehr. Mal sehen, ob das Gerät arbeitet. Und da haben wir es schon, okay, cool. Ah. Es funktioniert. Heilungsstimulanz, eine starke Heilformel. Was? Wo stand das jetzt? Ja, irgendwie eine starke Heilformel, schade. Hab ich jetzt nicht gefunden zum Nachlesen. Bah. Schön verlangsamt. Zersplitterter, du hast einen Gegner getötet, der eingefroren war. Ja. Hier entlang sollte ich zurück zum Monolithen kommen. Ja. Ah! Oh shit, shit, shit. Oh. Verdammtes Drecksvieh. Ah, jetzt sehe ich sogar, wie viel Teile ich habe. Ah, okay, jetzt sind wir hier, oder? Starke elektrische Energie in der Blase fest. Wenn die Schutzmembran von elektrischer Ladung getroffen wird, explodiert sie. Logbucheintrag. Die Rohre sind wahrscheinlich Teil eines größeren Versorgungssystems. Sie bestehen aus einem starken Material, das bei Kontakt mit Säure spröde wird und bricht. Diese Schwäche könnte man ausnutzen. Okay. Faser, sehr gut. Oh, nee. Nee.
Ah, das ist der andere, der stärkere. Oh hell no. Weiß es denn nicht? Oh shit. Das ist blöd. Achso, wenn es unterbrochen wird, kann ich das normal kombinieren. Das ist besser, aber praktisch. Scheiße. Das ist praktisch. Gibt auch noch Steine. Muss dann denken, dass ich höher schieße. Wie kann der mich denn jetzt noch treffen? Schade. Oh. Wow, wo kam der jetzt her? Holy shit. Das ist blöd. Warum kann der mich da treffen? Scheiße. Scheiße. Ne? Das haut nicht so richtig hin bei dem. Sowas finde ich immer scheiße bei so einem Spiel. Noch. Der Felspanzer ist zu hart. Ja, boah, mit was vom Affenzahn, ey. Nicht ganz komisch. Scheiße, das zu. Ja, aber in dem Moment kannst du nicht schießen. Also. Oh, verdammter Dreck, ey.
Ah, das war vorhin ein bisschen besser. Klappt nicht mehr so gut jetzt. Ich verstehe nicht, warum ich nicht einfrieren kann. Boah! Oh, kann ich doch? Nee, doch einführen. Ah. Tricky dem Ganzen bei dem, ja. Hey. Oh, du hast kein... Oh, nee. Das ist schon schwierig, den zu wechseln, zu treffen und dann mit einfrieren. Der muss ja im Stehen eingefroren sein, dass du die Schwachstelle zerschießen kannst. Okay, einfach so machen wir noch und dann beim nächsten Mal. Das ist immer so ein Hinher, finde ich nicht so gut. Wie geht denn das? Ja, komm, das war schon ein bisschen unfair jetzt. Ja, das ist doch okay, das ist schon, das ist unfair. Nein. Gut, hat sich erledigt. Das hätte jetzt nicht sein dürfen. Gut, Game of Thrones Ladies, damit soll der erste Teil durch sein zu Scars Above. Ja, das ist hier ein bisschen tricky, ja, stellenweise ein bisschen unfair. Aber das werden wir schon hinkriegen. Noch so 1000 Versuche, dann habe ich den. Ja, ansonsten sehr cooles Game, sehr cooler Einstieg. Hat auf jeden Fall gefetzt mit dem Reisen, diesen Planeten, mit dem
mit der Pyramide. Was das für eine was das für eine alte Zivilisation ist. Und mit den Waffen-Upgrades, Verbesserungen, Xenobiologie und Technologie. Ja, sehr cool. Macht auf jeden Fall Spaß. Bin mal gespannt, wie es ist, wenn wir den da geknackt haben. Ob wir dann den Kommandant finden. Aber das sehen wir dann beim nächsten Mal. In Scars Above. Vielen Dank, dass du reingeschaltet hast. Elges, vielen Dank fürs dabei sein, Wache halten und Sarah ebenfalls fürs Hallo sagen. Mich sehr gefreut. Danke dir. Gern bis zum nächsten Mal. Oder auch gerne mal wieder was zusammen, wenn du magst. Und ja, dann kommt gut durch die Nacht. Schönen Start. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder zu Scars Above. Mit mir, eurem Gastgeber Twitcher, live aus der Gaming Lounge. Und Kate. Und dann hoffen wir, dass wir den Steinkopf knacken. Mit noch ein bisschen Training. Dankeschön. Demnächst auf der Tube. Gerne abonnieren, kommentieren, teilen, Daumen nach oben. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Und...